Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von The Longest Journey. Ja, es ist nicht mehr die fröhliche, unbeschwerte Geschichte wie am Anfang. Hier im Aquaria herrscht ein Krieg, oder es bricht gerade Krieg an. In Stark werden die Neuerer immer heftiger und schrecken vor Mord nicht zurück, auch wenn Emma zum Glück überlebt hat. Aber sie ziehen doch jetzt mittlerweile alle Register. Das ist, ja, es wird immer übler werden. Habe ich den Eindruck. Aber immerhin, wir haben die vierte Scheibe. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Tobias, der wahrscheinlich in der Enklave ist. Nehme ich jedenfalls mal an. Und dort werden wir wahrscheinlich auch die vier Steine zu einer Scheibe zusammenfügen. Aber ich schaue erstmal, ob Tobias da ist. Ah, da geht's runter. Ah, ne, es ist nur ein Minstrum hierin da. Ich hätte jetzt gedacht, dass Tobias noch da ist. Du bist ja immer noch hier. Wie? Ach, du bist es. Wenn du die Bibliothek benutzen willst, muss ich dich enttäuschen. Wir sind alle sehr beschäftigt. Wirklich sehr beschäftigt. Keine Sorge, ich bin heute nicht zum Lesen hier. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Die Armee der Tyren ist im Anmarsch. Ist Tobias hier? Ist Westrum Tobias hier? Oh, gütiger Himmel, weißt du es denn nicht? Es tut mir leid, wenn ich dir das jetzt sagen muss, aber Tobias, er ist tot. Oh. Ermordet. Nein. Von wem? Das wissen wir nicht. Aber wir vermuten, dass es Agenten der Neuerer waren. Im Chaos der Evakuierung hatten die Soldaten alle Hände voll zu tun, Unfälle zu vermeiden und Plünderer zu verhaften. Als alle weg waren, suchten wir den Tempel auf. Doch gab es viele wertvolle Bücher und Artefakte, die wir hier in Sicherheit bringen wollten. Wir fanden Tobias vor den Wandgemälden, die er so geliebt hatte. Man hatte ihm direkt ins Herz gestochen. Und nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, war er nicht sehr überrascht. Wahrscheinlich kannte er seinen Mörder. Warum Tobias? Er war der netteste und freundlichste Mann, den ich je kennengelernt habe. Immer hilfreich, immer bereit zuzuhören. Ich werde ihn vermissen. Das werden wir alle. Er war ein großer Mann und ein großer Westrum. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben. Aber leider teilten viele seine Ansichten nicht. Und die Neuerer, denen käme sein Ende nur allzu gelegen. Ein weiterer Grund, alles zu tun, um sie aufzuhalten. Also, ist Tobias jetzt auch schon tot? Ja, das Spiel sieht jetzt gerade alle Register. Solltest du nicht lieber die Stadt verlassen? Weggehen? Nein. Ich bleibe mit den anderen Minstrum hier. Die Enklave ist unser Leben und unser Zuhause. Wir lassen uns weder von den Tyren noch von den Neuerern vertreiben. Und wir werden uns verteidigen. Womit? Mit Büchern? Wir sehen vielleicht harmlos aus. Aber viele von uns sind recht magiebegabt. Selbst ich kann einen recht ordentlichen Feuerball schleudern. Wir verfügen auch über Schwerter und Bögen. Und einige von uns können mit tödlichen Waffen sehr gut umgehen. Wir sind nicht so leicht zu besiegen, glaub mir. Na, hoffentlich. Jetzt, für was ist das rostige Rad unten? Wozu ist denn das rostige Rad unten? Rad? Ach, das Rad. Damit wird das Wasser aus dem Becken abgelassen. Viel Glück. Danke. Das wünsche ich dir auch. So. Das Wasser abgelassen. Für was sollte man das Wasser ablassen? Rührt sich nicht. Das ist eine gute Frage.
Das Wasser ist ziemlich kalt. Haben wir jetzt irgendetwas, um das Rad zu schmieren? Was ist das hier? Binder-Dings. Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Okay. Nee, ich hab nicht wirklich... Mit der geht's auch nicht, oder? Nö. Wüsste auch nicht, warum. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Wahrscheinlich müssen wir das noch irgendwie machen. Warum aber auch immer. Das werden wir noch rauskriegen. Früher oder später. So, jetzt hätten wir das Dings. Da können wir es bestimmt reinlegen, genau. So, dann diesen Stein. Den machen wir mal da. Oh ne, das geht gar nicht. Ah, die müssen auch in der richtigen Dings sein. Okay. Dann war es jetzt gerade Zufall, dass ich da gleich den, mit dem ersten das Richtige erwischt habe. So, dann den Alazierstein. Ja, der kommt hierher. Und der letzte Stein, war das der hier? Ja, das war der. Der kommt hierher. Und passiert jetzt was? Ich fürchte, da ist etwas schiefgegangen. Ah. Okay, Mist. Okay, die Steine kann ich auch gar nicht mehr nehmen. Irgendetwas verhindert, dass sich das Maul des Drachen ganz öffnet. Okay, nur was? Hat es jetzt mal irgendwas mit dem Rad unten zu tun? Das benutze ich, wenn ich es wirklich brauche. Irgendetwas verhindern? Ja, nur was? Können wir eigentlich Kreh noch rufen? Ich meine, ja, tatsächlich. Wir haben den schon lange nicht mehr gehört von dem. Und er ist tatsächlich wieder in Malkoria zurück. Okay. Sag nichts! Du brauchst meine Hilfe für irgendetwas, was du nicht selbst tun kannst, hm? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Warum so zynisch? Weil du mich offenbar nur rufst, wenn ich etwas für dich tun soll. Nie, um mir zu sagen, hallo Krähe, wie geht es dir? Oder, hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich lieb habe. Tut mir leid, aber ich habe so viel um die Ohren, dass ich vergessen habe, wie man seine Freunde behandelt. Freund? Ich bin dein Freund? Wann immer du mich brauchst, Süße, bin ich da. Ja, Krähe ist schon wirklich ein toller Freund, aber er hat nicht ganz Unrecht. Wir rufen ihn wirklich nur, wenn wir ihn brauchen. Hoppla. Ich würde sagen, dann reden wir erstmal mit ihm. Was kann ich denn für dich tun? Ja, okay. Dann soll er mal da hochfliegen. Irgendetwas verhindert, dass sich das Drachenmaul ganz öffnet. Könntest du mal nachschauen? Das ist alles? Für eine meiner leichtesten Übungen. Und? Deswegen fliegt er jetzt so weit hoch? Ja, egal. Jo, ich sehe, warum es nicht klappt. Wann haben die das letzte Mal hier sauber gemacht? Überall ist Taubenmist. Teilweise schon richtig versteinert. Na toll. Pick es ab. Abpicken? Nein, 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 nein. Das ist ja ekelhaft. Von Taubenmist abpicken war keine Rede, als ich mich deinem Abenteuer angeschlossen habe. Krähe, pick es ab. Ja! Armer Krähe.
Sei aber vorsichtig. Ich brenne! Das meinte ich doch damit. Okay. Die Dinger sind verflüssigt worden. Richtig verflüssigt worden. Fließen jetzt zu ein Ding zusammen. Ja, cool. Und es geht runter, um wahrscheinlich dann abzukühlen. Jetzt weiß ich auch, warum man das Wasser ablassen kann. Sonntag, 6. August, nachmittags. In der Enklave. Ich weiß jetzt, wo die vier Teile der Steinscheibe aufbewahrt worden sind. Mit Krähes Hilfe konnte ich die Steine im Feuer der Scheibe schmelzen. Jetzt muss ich die Scheibe nur noch aus dem Becken in der Bibliothek holen. Das Drachenauge, den Edelstein des zweiten Drachen von Arcadia suchen und nach Hause zurückkehren. Dass ich noch keine Ahnung habe, wie ich die beiden Aufgaben bewältigen soll, beunruhigt mich im Moment kaum. Ich habe in der letzten Woche Schlimmeres erlebt. Da werde ich jetzt wohl auch noch eine Lösung finden. Gut. Ich würde ganz gerne mal. Er scheint nicht da zu sein. Hm. Ich versuch's später nochmal. Ich wollte ihn ja mal rufen. Einfach mal, um zu schauen, ob's ihm gut geht nach diesen Dings hier. Aber er beschwert sich, dass man ihn nur ruft, wenn man ihn braucht. Aber wenn man einfach mal schauen will, wie es ihm geht, dann kommt er nicht. Naja. So, dann müssen wir jetzt irgendwie noch das Wasser hier wegkriegen. Ja, oder auch nicht. Vielleicht kommen wir auch so dran. Wenn nicht, kannst du ja auch ins Wasser steigen. Das sollte ja auch nichts machen. Aua, das kocht ja fast. Oh, okay. Okay, wir sollten vielleicht nicht ins Wasser steigen, wenn es fast kocht. Deswegen ist es auch runtergegangen, weil es einfach sonst zu heiß gewesen wäre. Die Scheibe des Gleichgewichts. Schlüssel zum Reich der Hüter. Geformt im Drachenfeuer aus den vier Steinen, die ich während meiner Reise durch Arcadia gesammelt habe. Sie gäbe einen schönen Briefbeschwerer ab. Wenn das das Einzigste ist? Zwischen mir und der Scheibe ist ein Becken kochend heißes Wasser. Okay, geht jetzt das Rad vielleicht zu drehen? Vielleicht durch die Hitze hat sich's vielleicht gelöst? Rührt sich nicht. Es ist guter Rat, teuer. Reden wir nochmal mit Jerin. Verzeihung? Ja. Ja, jetzt können wir fragen, warum das Rad festsitzt. Weißt du, warum das Rad festsitzt? Himmel, es sitzt fest? Ach ja, stimmt. Wir halten die Schleuse geschlossen, damit das Becken nicht versehentlich entleert wird. Könntest du sie für mich öffnen? Sicher. Aber warum? Weil ich das Wasser aus dem Becken ablassen möchte. Gütiger Himmel, das willst du? Na gut, ich werde die Schleuse öffnen. Okay, das erklärt auch, warum das Rad klemmt. Das war also nicht mechanisch korrodiert oder sonst irgendwas. Es war einfach nur gesperrt. Na gut, dann sollte es aber jetzt gehen. So, sehr schön. Dann wollen wir uns doch mal die Scheibe holen. Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. So, sehr, sehr schön. Die vollständig zusammengesetzte Steinscheibe. Im Drachenfeuer geschmiedet und im kalten Wasser der Wächterenklave gekühlt. So sieht's aus. Können wir jetzt gleich den Edelstein einsetzen? Nee. Nee, das geht leider nicht. Schade, ich hätte ihn ganz gerne schon eingesetzt. Naja, gut. Moment, gibt's hier unten dann jetzt noch was Neues? Nee, sieht nicht danach aus. Ja, gut. Obwohl? Nee, das ist nur die Treppe. Na gut, dann gehen wir wieder hoch.
Aber wohin gehen wir jetzt als nächstes? Die Scheibehammer. Jetzt fehlt uns nur noch das eine Drachenauge. Vom weißen Drachen, dem wir ja schon begegnet sind im Traum. Wo gehen wir jetzt hin? Oh, es geht von alleine weiter. Ja, okay. Ah, da kommt die Tyrion. Hilfe, es ist eine Armee auf dem Weg hierher. Und sie haben die Straße gesperrt. Wo sind Portale, wenn man sie braucht? Ich bin in echten Schwierigkeiten. Bitte, bitte, geh schon auf. Beim letzten Mal war ich vor Angst fast außer mir und heute fühle ich mich kein bisschen sicherer. Es klappt nicht. Ich versteck mich einfach im... Oh. Okay. Dann durch das Portal und ins Kapitel 11. Blutsverwandter. Von der Glocke gerettet. Schon wieder. Meine Kraft funktioniert nur, wenn ich Todesangst habe. Jetzt habe ich zum zweiten Mal instinktiv ein Portal geöffnet, als ich in tödlicher Gefahr war. Ich weiß aber immer noch nicht, wie es geht, wenn ich außer Gefahr bin. Moment. Die alte Dame meinte, ich soll meine Talente bündeln. Ist Weglaufen wirklich mein größtes Talent? Warum hat mich das Portal überhaupt hergebracht? Ich habe nicht mal an das Studio gedacht. Wahrscheinlich, weil Malen wirklich dein größtes Talent ist, das du hast, oder eines deiner größten Talente, sagen wir es mal so. Für Fingermalerei bin ich zu alt. Ich brauche Pinsel und Palette. Dann nehmen wir die doch mal. So, die Frage ist, sollen wir hier rausgehen? Aber noch sind die Neuerer ja da. Probier mal was aus. Was passiert, wenn wir jetzt malen? Die alte Dame, Lady Alvain, sagte, ich soll meine Kunst benutzen, um meine Kraft zu bündeln und ein Portal zu öffnen. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Dann würde ich nämlich einfach mal versuchen, damit ein Portal aufzumachen zu dem weißen Drachen. Hey, es geht. Geschafft. Ganz alleine. Ich hab's geschafft. April? Oh, Mutter, was fehlt dir? April, berühre mich. Mutter, was ist mit dir los? Ich sterbe, April. Aber du kannst nicht sterben. Du bist doch die Mutter, der weiße Drache. Du bist doch ewig, oder? Die Mutter schon, April. Aber ich nicht. Jetzt muss das Neue das Alte ersetzen. Der Same zur Blume erblühen. Und das Graue, Vergehende muss zu Staub zerfallen und sich in das Gewesene einreihen. Bitte hilf mir, das alles zu verstehen. Nimm mein blaues Auge, den Kristall. Du brauchst ihn. Aber ich kann doch nicht... Nimm es. Rasch. Danke. Oh je, der arme Drache. Bitte geh nicht fort. Ich bin müde. Der Krieg gegen das Chaos fordert seinen Tribut. Ich hätte so gerne erlebt, wie meine Kinder erwachsen werden. Wann wird das Junge denn aus dem Ei schlüpfen? Wenn ich sterbe und zu Staub vergehe. Sei dann hier und erlebe die Geburt der neuen Mutter. Das verspreche ich dir. Sei, wer du bist, April. Hab keine Angst davor. Was bin ich denn? Meine Tochter. Meine leibliche Tochter. Okay. Das heißt, wir stammen von einem Kind ab? Das nenne ich ja mal krass. Thank you.
Sei, wer du bist. Hui. Ich kann es endlich. Ich kann reisen. Es ist nicht einfach, aber ich kann es. Ausgerechnet jetzt, wo ich in Arcadia alles getan habe. Ich habe die beiden Drachenaugenjuwelen aus Arcadia, die Scheibe und die Sternenkarte. Jetzt muss ich den Hüter, die beiden fehlenden Juwelen und jemanden, der die Sternenkarte entziffern kann, finden. Und all das muss hier in Stark sein. Ja, ich würde sagen, klasse. Jetzt, wo wir nicht mehr nach Arcadia müssen, kannst du Portale machen. Nun gut, so ist es halt. Eigentlich sehr geschickt gemacht vom Spiel. Weil dadurch haben sie sich gespart, dass man hin und her springen kann. Oder muss. Nun gut, weiß ja der also auch keinen Grund mehr nach Arcadia zurückzugehen. Im Moment jedenfalls. Und wenn sie einen Grund hat, dann wird es storytechnisch selber ein Portal aufmachen. Ja, das finde ich sehr geschickt gemacht. Sehr geschickt gelöst. So. Das heißt, wir haben jetzt die Scheibe, zwei Edelsteine, den Weg. Und dann fehlt uns eigentlich jetzt, wie sie gesagt hat, nur noch die zwei Edelsteine und jemand, der diesen Weg deuten kann, dass wir auch dahin kommen. Und das war's dann. Doch das ging jetzt in der letzten Zeit wirklich ziemlich schnell und alles auf Schlag auf Schlag. Und nicht unbedingt alles zum Besten. Nun gut, aber dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.